Willkommen zurück. Ich hoffe, dass die schlechteste Weltmeisterschaft aller Zeiten endlich mal vorbei ist und wir mit richtigem Fußball in der Super League weiterfahren können. Ich möchte bei der Gelegenheit mich für alle neuen Abonnenten, für alle Kommentare, für alle Likes herzlich bedanken. Das letzte Video, das 7-0 gegen Başakşehir, ist für meine Verhältnisse durch die Decke gegangen. Dafür kann ich mich nicht oft genug bedanken. Und ich möchte mich auch bedanken bei den zahlreichen guten Kommentaren, auch von Nicht-Galatasaray-Fans. Und dabei ist mir ein Kommentar ins Auge gefallen. Und das möchte ich mal kurz mit euch teilen. Und zwar hat der liebe Machiavelli Fuck Life geschrieben: Rekordmeister ist Fenerbahce mit 28 Mal. Und in diesem Jahr wird inshallah der 29. Titel folgen. Hör bitte auf, so eine Scheiße zu schreiben. Fenerbahçe Türkiye'dir. Also Fenerbahçe ist Türkei. Und das hat mir ein bisschen zu denken gegeben, weil offiziell wird ja gesagt, dass Galatasaray die meisten Meisterschaften hat. Und Fenerbahçe, habe ich geguckt, hat an seinem Logo mal keine Sterne, mal 5 Sterne. Und ich bin dem Ganzen auf den Grund gegangen und wollte wissen, was ist jetzt nun wirklich die Wahrheit? Ich wollte die Wahrheit wissen. Sie können die Wahrheit doch gar nicht vertragen! Was ich gefunden habe, den Beweis, den ich gefunden habe, der wird Galatasaray-Fans nicht schmecken. Ich muss tatsächlich meine Meinung über die Meisterschaften von Fenerbahçe revidieren und es sieht tatsächlich anders aus, als offiziell geklärt ist. Den folgenden Beweis, den ich euch zeigen möchte, naja, ihr werdet sehen.
insanı, milyonlarca Galatasaraylı yine usana uğrattı ya. Olmaz mı? Ayıptır ya. Böyle hakikaten böyle bir... Yani dalga mı geçiyor bizden ya? Laftır ya. İnsan biraz elini vicdanına koyun. Allah'tan korkar insan ya. Sıkacak halimiz kalmadı ya. Yazık, günahtır ya. Bir camianın bu kadar kaderinden oynanmaz ki ama ya. Günahtır ya. Yani hakikaten patlayacağım. Yazık, günah ya. İnsanlar ağlıyor abi ya. Böyle bir şey olamaz mı ya? Ya, Galatasaray-Fans weinen natürlich nach diesem ultimativen Beweis. Und Abdullahim Al-Bayrak, ja, ich kann ihn verstehen, aber die Wahrheit musste einfach raus. Und ich werde aus Respekt vor Fenerbahce nur noch folgendes Logo verwenden. Und zwar für die vergangenen Meisterschaften, für die jetzigen Meisterschaften und für die zukünftigen Meisterschaften, die Fenerbahce gewinnen wird, steht ab sofort für mich dieses Logo. Und mich erreichen jetzt auch schon erste Bilder aus Kadıköy. Die Fenerbahçe-Fans flippen gerade richtig aus.